Hin und wieder erscheint ein Wachturm-Studienartikel, der so ungeheuerlich und voller falscher Lehren ist, dass ich ihn nicht unkommentiert durchgehen lassen kann. Das ist beim Studienartikel für die Woche vom 21. bis 27. November 2022 wieder der Fall. Der Titel des Studienartikels ist eine provokante Frage. Steht dein Name im Buch des Lebens? Natürlich wollen wir alle, dass unser Name in Gottes Buch des Lebens steht. Aber wenn wir an Unwahrheiten glauben und sie predigen, ist das kein guter Weg dorthin, nicht wahr? Der Artikel beginnt mit einem Bild von lächelnden Menschen aus verschiedenen Epochen der Geschichte. Vermutlich lächeln sie, weil ihre Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind. In der Bildunterschrift heißt es, im Laufe der Geschichte hat Jehova Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Siehe Absätze 1 bis 2. An dieser Stelle wird es ein bisschen trickreich. Denn bei näherer Betrachtung dieses Bildes zeigt sich, dass einige der abgebildeten gläubige Männer und Frauen aus vorchristlicher Zeit sind. Die Idee ist, dass die Namen von Männern wie Noah, Hiob, Abraham, Mose, Daniel, Jeremia und treuen Frauen wie Ruth, Hannah, Naomi und Rahab in Gottes Buch des Lebens geschrieben wurden. Dem stimme ich voll und ganz zu. Warum sage ich also, dass das trickreich ist? Nun, wie wir bei der weiteren Betrachtung dieses Studienartikels sehen werden, haben all diese Menschen, die mit ihrem Glauben die Welt erobert haben und in einem anerkannten Zustand vor Gott gestorben sind, nur erreicht, dass ihre Namen mit Bleistift in Gottes Buch des Lebens geschrieben wurden. Richtig, Bleistift. Das erlaubt Gott, sie aus dem Buch des Lebens zu streichen. Wenn du dich fragst, wo steht das in der Bibel? Bist du offensichtlich nicht mit den Veröffentlichungen der Wachturmbibel und Traktatgesellschaft vertraut? In der Bibel steht es nicht, aber im Wachturm schon. Und das reicht den meisten Zeugen Jehovas. Darin gleichen die Zeugen Jehovas den Katholiken, deren Katechismus Vorrang vor der Bibel hat. Wie auch immer, wir werden es uns nicht mehr erlauben, leichtgläubige Anhänger von Menschen zu sein. Wir werden das, was hier gesagt wird, mit dem kritischen Blick eines wahren Nachfolgers Christi betrachten. Bevor ich fortfahre, sollte ich erwähnen, dass wir in der hier abgebildeten Seitenvorschau lesen, in diesem Artikel geht es um ein angepasstes Verständnis von Johannes Kapitel 5, 28, 29, wo Jesus von einer Auferstehung zum Leben und einer Auferstehung zum Gericht spricht. Wir werden sehen, was damit gemeint ist und wen diese Auferstehungen betreffen. Nun, falls du nicht mehr weißt, was in Johannes 5, Vers 28, 29 steht, hier ist es. Das sollte euch nicht wundern, denn es kommt die Zeit, wo alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Für die, die Gutes getan haben, wird es eine Auferstehung zum Leben sein und für die, die Schlechtes getrieben haben, eine Auferstehung zum Gericht. Johannes 5, 28, 29. Übrigens, wenn nicht anders angegeben, verwende ich für alle Bibelstellen die neue Weltübersetzung der Heiligen Schrift von 2018 in Deutsch. Absatz 1 schließt mit der Aufforderung, Malachi 3, Vers 16 zu lesen. Das ist der Thementext des Artikels. Der Absatz zitiert aber auch Offenbarung 3, Vers 5 und 17, Vers 8. Die Offenbarung ist ein Buch, das speziell für Christen geschrieben wurde. Aber Malachi ist speziell für Juden geschrieben. Warum also Malachi als Thementext verwenden und nicht die bessere Referenz aus der Offenbarung? In Offenbarung 3, Vers 5 heißt es, wer siegt, wird also in weiße Gewänder gehüllt werden und ich werde seinen Namen auf keinen Fall aus dem Buch des Lebens auslöschen, sondern mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Offenbarung 3, Vers 5. Die Antwort liegt in der Tatsache, dass Offenbarung 3, Vers 5 an die Versammlung von Sardes gerichtet ist und alle Christen im ersten Jahrhundert eine himmlische Hoffnung hatten. Sogar die Veröffentlichungen des Wachturms geben das zu. Aber dieser Artikel richtet sich an die Zeugenkategorie der anderen Schafe, die eine irdische Hoffnung haben. Es ist besser, die anderen Schafe der Zeugen Jehovas nicht mit der wahren Hoffnung der Christen zu konfrontieren, nämlich der himmlischen Hoffnung. Natürlich macht es ihnen nichts aus, die Verweise in den Artikel aufzunehmen, denn das lässt es so aussehen, als hätten sie recherchiert und sie wissen,
dass nur sehr wenige Zeugen Jehovas die unterstützenden Schriftstellen in den Veröffentlichungen nachschlagen und darüber nachdenken werden. Die meisten ziehen es vor, von den Männern der leitenden Körperschaft mit dem Löffel gefüttert zu werden. Okay, fahren wir fort. Absatz 2 enthält im Englischen diese Aussage. Heute können wir unseren Namen in dieses Buch schreiben lassen, wenn wir eine enge, persönliche Beziehung zu Jehova aufbauen, die auf dem Loskaufsopfer seines Sohnes Jesus Christus beruht. Johannes 3, 16, 36. Eine persönliche Beziehung zu Jehova? Wie bitte? Okay, ich stimme vollkommen zu. Aber bevor wir weitermachen, wird hier etwas vorausgesetzt, das nirgendwo in dem Artikel steht? Ja, der Wachturmartikel geht davon aus, dass alle seine Leser verstehen, dass es sich bei der Beziehung, von der hier die Rede ist, um die eines Freundes zu einem anderen Freund handelt, denn 99,9% der Zeugen Jehovas wird die Adoption als eines von Gottes Kindern verwehrt und sie können nur darauf hoffen, sein Freund genannt zu werden. Aber beachte die Verse, die der Artikel in Bezug auf diese Aussage über eine Beziehung zu Jehova zitiert. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, 16. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Diese beiden Verse stammen aus dem Buch Johannes. Hier ist ein weiterer wichtiger Vers, ebenfalls aus dem Buch Johannes, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Doch alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, weil sie an seinen Namen glaubten. Und sie wurden nicht durch Menschen, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Willen eines Mannes geboren, sondern durch Gott. Johannes 1, 12, 13. Daraus können wir sehen, dass die Verse, die sie zitieren, tatsächlich auf eine Vater-Kind-Beziehung hinweisen. Behalte diese Wahrheit im Hinterkopf. Im Weiteren kommen wir zu dieser Sache mit dem Bleistift. So können Namen, die derzeit in diesem Buch stehen, ausgelöscht werden. So als hätte Jehova die Namen ursprünglich mit Bleistift geschrieben. Offenbarung 3, 5, Fußnote. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Name in diesem Buch bleibt, bis er sozusagen dauerhaft mit Tinte geschrieben wird. Absatz 3. Das stimmt, das deckt sich mit dem, was in Offenbarung 3, Vers 5 steht. Wer siegt, wird also in weiße Wänder gehüllt werden und ich werde seinen Namen auf keinen Fall aus dem Buch des Lebens auslöschen, sondern mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Offenbarung 3, Vers 5. Wer sind die, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? In den christlichen Schriften bezieht sich das immer auf die Gesalbten. Offenbarung 6, Vers 10 und 11. Außerdem bezieht sich Offenbarung 3, Vers 5 auf die Gesalbten in der Versammlung von Sardes. Es geht darum, in diesem Leben zu siegen, nicht zu sterben und als rechtschaffener Sünder auf der Erde aufzuerstehen, was nicht biblisch begründet ist, und dann in der neuen Welt weiter siegen zu müssen, um im Buch des Lebens aufgeschrieben zu bleiben. Weiter zu Absatz 4. Natürlich ergeben sich in diesem Zusammenhang einige Fragen, zum Beispiel, was sagt die Bibel über diejenigen, deren Name im Buch des Lebens steht und beziehungsweise nicht darin steht? Wann erhalten die, deren Name sich in dem Buch befindet, ewiges Leben? Und was ist mit denen, die Jehova vor ihrem Tod nicht kennenlernen konnten? Haben sie eine Chance, in das Buch aufgenommen zu werden? Darum geht es in diesem und im nächsten Artikel. Der Absatz leitet alle diese Fragen mit, was sagt die Bibel ein? Das erweckt beim Leser den Eindruck, dass die Antworten, die in diesem Artikel gegeben werden, aus der Bibel stammen. Das ist aber nicht der Fall, wie wir noch sehen werden. Weiter geht's. Laut Absatz 5 gibt es 5, zähle mal bitte bis 5, verschiedene Gruppen von Menschen, deren Namen in Gottes Buch des Lebens stehen oder nicht. Absatz 6 beginnt mit der ersten Gruppe, den Kindern Gottes, dem Leib Christi, dem Tempel Gottes. Obwohl seltsamerweise keiner dieser geläufigen, beschreibenden biblischen Begriffe in diesem Artikel erwähnt wird. Das ist keine Überraschung. Der Schwerpunkt des Artikels liegt auf der Klasse der Zeugen Jehovas der anderen Schafe. Auf jeden Fall können wir uns darauf einigen, dass die Kinder Gottes in Gottes Buch des Lebens geschrieben stehen, denn das sagt die Heilige Schrift eindeutig. Ja, ich bitte auch dich als treuen Mitarbeiter, diesen Frauen weiter beizustehen. Sie haben Seite an Seite mit mir für die gute Botschaft gekämpft, zusammen mit Clemens und auch den übrigen meiner Mitarbeiter,
deren Namen im Buch des Lebens stehen. Philipper 4, Vers 3. In Absatz 7 geht der Spaß erst richtig los. Er identifiziert die zweite Gruppe, eine große Volksmenge anderer Schafe. Lass uns einen Moment innehalten und ein kleines Experiment machen. Hier ist das Programm der Wachturmbibliothek. Ich gebe große Volksmenge anderer Schafe in das Suchfeld ein und drücke die Eingabetaste. Wir stellen fest, dass genau diese Phrase über 300 Mal in den verschiedenen Publikationen der Wachturmbibel und Traktatgesellschaft vorkommt. Aber merkst du, dass etwas fehlt? Die Bibel, die Neue Weltübersetzung. Nicht ein einziges Mal kommt der Satz in der Heiligen Schrift vor. Wenn du dich fragst, wer die anderen Schafe sind, hier ist ein Link zu einem Video, das ich zu diesem Thema gemacht habe. Kurz gesagt, es gibt keinen biblischen Beweis, der ausschließt, dass die anderen Schafe Teil der Kinder Gottes, des Leibes Christi, des Tempels Gottes sind. Die anderen Schafe in Johannes 10, Vers 16 beziehen sich auf die Heiden, die nach der Salbung des römischen Centurius Cornelius und seiner Familie mit dem Heiligen Geist Christen wurden. Alles andere in diesem Absatz ist falsch, denn es basiert auf der falschen Prämisse, dass die große Volksmenge und die anderen Schafe rechtschaffene, erdgebundene Freunde Gottes sind. Absatz 7 fährt fort. Die zweite Gruppe ist die große Volksmenge anderer Schafe. Stehen ihre Namen heute im Buch des Lebens? Ja. Und stehen sie immer noch darin, nachdem sie Armageddon überlebt haben? Ja. Offenbarung 7, Vers 14. Jetzt haben wir diese sogenannte große Volksmenge anderer Schafe, die Armageddon überlebt haben. Sie zitieren Offenbarung 7, Vers 14 als Beweis. Dort heißt es, sofort erwiderte ich, du weißt es, mein Herr, worauf er sagte, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre langen Gewänder gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Offenbarung 7, 14. In diesem Vers ist weder von Armageddon noch von anderen Schafen die Rede. Jetzt müssen wir also zu einer in der Schrift nicht belegten Schlussfolgerung kommen, dass die große Volksmenge die anderen Schafe sind, dass die anderen Schafe nicht gesalbt sind und nicht zu der ersten Gruppe gehören, die gerade in Absatz 6 erwähnt wurde, obwohl sie in diesem Bericht in der Offenbarung im Allerheiligsten, Naos, stehen, das den Himmel darstellt. Außerdem müssen wir annehmen, dass es sich bei der großen Drangsal um Armageddon handelt, obwohl die Bibel diese beiden Ereignisse nie in Verbindung bringt. Das sind ganz schön viele Annahmen, findest du nicht auch? Ach, was soll's. Es geht nur um Leben und Tod. Nein, warte. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Es geht nur um ewiges Leben und ewigen Tod. Aber wir sind noch nicht fertig. In Absatz 7 steht noch mehr. Jesus sagte, dass diese schafähnlichen Menschen in das ewige Leben gehen werden. Matthäus 25, 46. Plötzlich wird von der Metapher andere Schafe zu einem Vergleich schafähnliche Menschen übergegangen. Wenigstens liefern sie irgendwie einen Beweis. Lesen wir Matthäus 25, 46, ja? Sie werden in die ewige Abschneidung gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Matthäus 25, 46. Ich sehe da keinen Beweis. Du etwa? Wie kommt die leidende Körperschaft dazu, eine Bibelstelle zu zitieren, die sich auf die gesalbten Kinder Gottes bezieht, und sie auf ihre Lieblingsgruppe zu beziehen, die anderen Schafe, die nur Gottes gute Freunde sind? Sie tun dies, indem sie mit einem der Gleichnisse Jesu über die Schafe und Böcke spielen und es so anwenden, dass es in ihre Theologie passt. Ich habe das in einem anderen Video ausführlich behandelt und hier ist auch ein Link zu diesem Video. Aber nur um zu zeigen, dass dieser Vers aus Matthäus kaum ein Beweis ist, bedenke, dass wir weiter oben in diesem Gleichnis lesen, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt alle her, die mein Vater gesegnet hat, erbt das Königreich, das seit Grundlegung der Welt für euch vorbereitet wurde. Matthäus 25, 34. Die anderen Schafe der Zeugen Jehovas erben das Königreich nicht. Sie sind nicht Kinder Gottes. Sie sind nur seine Freunde. Sie erben nichts. Die Kinder erben. Nach der Zeugentheologie soll das alles in Armageddon geschehen. Das bedeutet, dass die sogenannten schafähnlichen Menschen unmittelbar nach Armageddon in das ewige Leben gehen. Aber das ist nicht das, was der Rest von Absatz 7 sagt. Stattdessen behauptet die Zeugentheologie, dass die Überlebenden von Armageddon nicht sofort das ewige Leben erhalten werden. Ihre Namen werden sozusagen mit Bleistift in das Buch des Lebens geschrieben bleiben. Während der tausendjährigen Herrschaft wird Jesus sie hüten und zu den Quellen des Lebenswassers führen.
Diejenigen, die positiv auf Christi Führung reagieren und schließlich als treu gegenüber Jehova beurteilt werden, werden ihre Namen dauerhaft in dem Buch des Lebens vermerkt haben. Siehe Offenbarung 7, 16, 17, Absatz 7. Das nimmt gewiss dem großen Gleichnis von Jesus den Wind aus den Segeln. Die Ziegen gehen ins ewige Verderben. So viel kann Jesus herausfinden. Sie haben keine Chance auf ein Leben verdient. Aber bei den Schafen ist er sich nicht so sicher. Er muss ihnen noch 1000 Jahre Zeit geben, um sich zu beweisen. Ergibt das einen Sinn für dich? Passt das zum Tenor des Gleichnisses? Redet er von zwei Möglichkeiten, schwarz oder weiß, ewiger Tod oder ewiges Leben? Oder spricht er von drei Möglichkeiten, ewiger Tod und vielleicht ewiges Leben oder vielleicht eher ewiger Tod? Ich werde keine Zeit damit verschwenden, Offenbarung 7, Vers 16 und 17 zu lesen, denn falls du es noch nicht erraten hast, es gibt keine Verbindung zu Harmagedon, den anderen Schafen oder dem Gleichnis von Jesus. In Absatz 8 heißt es zu Beginn, die dritte Gruppe sind die Ziegen, die in Harmagedon vernichtet werden. Als ich noch zu den Zeugen Jehovas gehörte, glaubte ich an die Vorstellung, dass in Harmagedon alle sterben, außer einer kleinen Gruppe treuer Zeugen Jehovas. Ich habe nie daran gedacht, die Tatsache zu hinterfragen, dass die Bibel eigentlich nicht sagt, dass alle in Harmagedon sterben werden. Das Wort wird in der Bibel nur einmal erwähnt, ein einziges Mal, in Offenbarung 16, 16. Sie spricht zwar von einem Krieg zwischen den Königen der Erde und Gott, aber sie sagt nichts über einen weltweiten Völkermord und nennt Harmagedon auch nicht den Gerichtstag. Laut den Zeugen ist der Gerichtstag die 1000-jährige Herrschaft Christi. Gibt es also zwei Gerichtstage? Einen vor Harmagedon, der nur kurze Zeit dauert, und einen anderen, der 1000 Jahre dauert? Zwei Gerichtstage? Vielleicht könnten wir es stattdessen ein Gerichtswochenende nennen. Das wäre doch konsequenter, oder? In Absatz 9 werden die letzten beiden Gruppen nach der Wachturmtheologie vorgestellt. Die Bibel spricht von zwei Gruppen von Menschen, die auferstehen werden und die Aussicht haben, für immer auf der Erde zu leben, die Gerechten und die Ungerechten. Lies Apostelgeschichte 24, 15. Nein, das tut sie nicht. Das tut sie nicht. Apostelgeschichte 24, 15 spricht von zwei Auferstehungen, ja, aber sie sagt nichts darüber aus, wo sie auferstehen werden. Ich setze meine Hoffnung auf Gott, und diese Männer haben dieselbe Hoffnung, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Apostelgeschichte 24, 15. Denk einen Moment darüber nach. Paulus hatte die Hoffnung, mit Christus im Königreich Gottes zu herrschen. Alle Christen zu seiner Zeit teilten diese Hoffnung. In den christlichen Schriften gibt es keine andere Hoffnung für die Gerechten. Es gibt nur die eine Hoffnung. Paulus selbst schrieb, die Einheit des Geistes in dem vereinigenden Band des Friedens zu bewahren. Es gibt nur einen einzigen Körper und einen einzigen Geist, so wie ihr zu ein und derselben Hoffnung berufen worden seid. Einen einzigen Herrn, einen einzigen Glauben, eine einzige Taufe, einen einzigen Gott und Vater von allen, der über allen und durch alle und in allen ist. Als Paulus also von zwei Auferstehungen sprach, von denen eine die der Gerechten war, glaubst du wirklich, dass er da nicht von seiner eigenen Auferstehungshoffnung sprach? Die Hoffnung, die er weit und breit gepredigt hat. Glaubst du, er ignorierte die Auferstehungshoffnung aller damals lebenden Christen und dachte stattdessen an eine andere Auferstehung der Gerechten, eine geringere Auferstehung der Gerechten, eine Gruppe von Gerechten, die erst in 2000 Jahren auftauchen würde? Eine Gruppe von Gerechten, die nicht ganz so gerecht sein würde wie die erste Gruppe, weil die erste Gruppe keine zusätzliche 1000-jährige Bewährungszeit durchlaufen muss. Über diese erdgebundenen Gerechten heißt es in Absatz 10. Das bedeutet, dass die Gerechten, wenn sie auf der Erde wieder zum Leben erweckt werden, ihre Namen im Buch des Lebens stehen werden, denn auch zunächst mit Bleistift. Lukas 14, 14. Ihre Namen sind also nicht mit Tinte geschrieben, sondern noch mit Bleistift. Dann fügen sie eine Bibelstelle ein, um einem faulen und vertrauensseligen Zeugen die Illusion zu vermitteln, dass die Bibel diese Idee unterstützt. Aber wenn du die Bibelstelle nachschlägst, findest du keinerlei Unterstützung dafür. Und du wirst glücklich sein, weil sie nichts haben, womit sie sich revanchieren können. Denn deine Belohnung bekommst du bei der Auferstehung der Gerechten. Lukas 14, 14. Das hat nichts damit zu tun, dass jemandes Namen mit Bleistift in das Buch des Lebens geschrieben ist. Als Jesus diese Worte sagte, sprach er von der Auferstehung zum Leben im Königreich Gottes.
der einzigen Auferstehungshoffnung, von der er sprach. Alle biblischen Autoren bestätigen dies, indem sie davon sprechen, mit ihm als Könige und Priester zu dienen. Es gibt nichts in seinen Worten, das von einer irdischen Auferstehung der rechtschaffenen Christen spricht. In den Abschnitten 13 und 14 kommen wir zu dem neuen Zeugenverständnis von Johannes 5, 29. Es fängt mit einer Halbwahrheit an. Jesus sprach auch über diejenigen, die hier auf der Erde auferstehen werden. Er sagte zum Beispiel: Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die, die Schlechtes getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28, 29. Was hat Jesus damit gemeint? Absatz 13. Natürlich würden diejenigen, die abscheuliche Dinge taten, nicht in das Königreich der Himmel auferweckt werden. Ungerechte Menschen konnten nur auf der Erde auferweckt werden, nicht im Himmel. 1. Korinther 15, 50 bestätigt das. Die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte einer halben Wahrheit ist eine Lüge. Wir müssen hier aufhören, denn in den nächsten beiden Absätzen gibt es so viel Desinformation und Verwirrung, dass man leicht durcheinander gerät und nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann. Frag dich Folgendes. Von wie vielen Auferstehungen spricht Jesus? Von zwei. Nur zwei. Eine zum Leben und eine zum Gericht. Das ist es, was der Apostel Johannes über Jesus hier sagt. Derselbe Apostel hat die Offenbarung erhalten, in der er uns mehr Details über die erste dieser Auferstehungen, die Auferstehung zum Leben, gibt. Und ich sah Throne und die darauf saßen, wurden ermächtigt, Recht zu sprechen. Sie kamen zum Leben und regierten für 1000 Jahre als Könige mit dem Christus. Das ist die erste Auferstehung. Glücklich und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und sie werden während der 1000 Jahre als Könige mit ihm regieren. Offenbarung 20, 4-6. Das ist die erste Auferstehung. Wenn wir von einer ersten sprechen, muss es auch eine zweite geben. Beachte, dass sie ermächtigt wurden, Recht zu sprechen. Wen werden sie richten? Diejenigen, die in der zweiten Auferstehung wiederkommen. Die Auferstehung zum Gericht. Da hast du es. Johannes 5, 29 werden anhand von Bibelversen, die relevant und sinnvoll sind, gut erklärt. Wie kommt die leitende Körperschaft auf die Idee, dass Jesus nicht von der Auferstehung der Gesalbten sprach, die mit ihm im Gotteskönigreich regieren werden, sondern von einer irdischen Auferstehung der nicht gesalbten Freunde Gottes? Sie sind wie ein Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut zieht. And now, hey, Rocky! Watch me pull a rabbit out of my hat. But that trick never worked. This time for sure. Presto! Well, I'm getting close. Alles in diesem Artikel basiert auf dem falschen Glauben, dass es nicht zwei Auferstehungen gibt, sondern drei. Zwei für die Gerechten und eine für die Ungerechten. Bei den zwei Auferstehungen der Gerechten gibt es zwei Arten von Gerechten. Es gibt diejenigen, deren Gerechtigkeit bei ihrer Auferstehung ewiges Leben zur Folge hat. Und diejenigen, die eine Art von Gerechten sind. Sie wurden von Gott nach ihrem Tod als gerecht eingestuft, aber der Allmächtige geht auf Nummer sicher, weil er sich bei diesen Menschen noch nicht ganz sicher sein kann. Er muss ihnen mehr Zeit geben. Haben wir das jetzt verstanden? Jesus spricht von zwei Auferstehungen, eine zum Leben als Könige und Priester und eine zum Gericht auf der Erde, das von denen in der ersten Auferstehung beurteilt wird. Es gibt keine dritte Auferstehung, die der vorläufigen Gerechten zum Leben auf der Erde. Von hier an stürzen sich die Irrlehren mit voller Wucht auf uns. Lasst uns Absatz 15 auseinandernehmen. Die Gerechten, die vor ihrem Tod Gutes getan haben, werden eine Auferstehung des Lebens erhalten, weil ihre Namen bereits im Buch des Lebens geschrieben stehen. Absatz 15. Wenn du nicht bedenkst, was sie wirklich meinen, ist diese Aussage zwar wahr, weil die Kinder Gottes im Königreich Gottes zum Leben auferweckt werden, aber das ist nicht das, was sie meinen. Sie ignorieren hier die Auferstehung der Kinder Gottes und behaupten, dass es eine sekundäre, geringere Auferstehung der Gerechten zum menschlichen Leben auf der Erde gibt. Blödsinn! Das bedeutet, dass die Auferstehung derer, die Gutes getan haben, die in Johannes 5, Vers 29 beschrieben werden, dieselbe ist wie die Auferstehung der Gerechten, die in Apostelgeschichte 24, 15 erwähnt wird, Absatz 15. Wenn du in Gottes Augen gute Dinge getan hast und in seiner Gunst in seinem Buch des Lebens gestorben bist,
Warum muss er dich dann während der tausendjährigen Herrschaft Christi durch eine weitere Probezeit schicken? Sind die Bedingungen, unter denen Christus regiert und der Teufel und die Dämonen weggesperrt sind, eine bessere Glaubensprüfung als das Leben in dieser bösen Welt? Wenn du die Zeugentheologie zu Ende denkst, wird sie wirklich albern, nicht wahr? Dieses Verständnis steht im Einklang mit der Aussage in Römer 6, Vers 7, wo es heißt, wer gestorben ist, ist von seinen Sünden freigesprochen. Absatz 15. Lesen Sie denn nie den Kontext? Ernsthaft? Oder wie wäre es, wenn ihr mal ein Wörterbuch zur Hand nehmt? Die Definition von Freisprechen lautet, jemanden von einer strafrechtlichen Anklage befreien, indem man ihn für nicht schuldig erklärt. Ein Mensch, der in Sünde stirbt, bezahlt die Strafe für sein Verbrechen. Du sagst nicht, am 24. Januar 1989 wurde der Serienmörder Ted Bundy durch den elektrischen Stuhl von seinen Verbrechen freigesprochen oder für nicht schuldig befunden. Was bedeutet Römer 6, Vers 7, wenn es heißt, dass derjenige, der gestorben ist, von seiner Sünde freigesprochen und für nicht schuldig befunden wurde? Es bezieht sich auf den geistigen Tod. Es bedeutet, dass Gott uns aus Gnade, nicht aus persönlichem Verdienst, von unserer Sünde begnadigt und uns durch die Salbung des Heiligen Geistes für gerecht und unschuldig erklärt hat. Galater 5, Vers 5. Dies geht eindeutig aus dem Kontext von Römer Kapitel 6 hervor. Der zeigt, dass es für die sogenannten Wachturmgelehrten keine Entschuldigung dafür gibt, dass sie sich geirrt haben. Außer dem Bedürfnis, ihre falsche zweirdische Auferstehungshoffnung zu unterstützen. Wenn wir doch im Hinblick auf die Sünde gestorben sind, wir wurden also durch unsere Taufe in seinen Tod mit ihm begraben. Wir wissen ja, dass unsere alte Persönlichkeit mit ihm an den Pfahl genagelt wurde, das heißt, sie starb. Denn wer gestorben ist, ist von seiner Sünde freigesprochen. Betrachtet auch ihr euch im Hinblick auf die Sünde als tot, doch als lebend für Gott durch Christus Jesus. Neben Paulus haben wir noch ein weiteres Zeugnis, das dies bestätigt. Der Apostel Johannes schreibt, eins steht fest, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht verurteilt, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergewechselt. Johannes 5, 24. Wir werden von unserer Sünde freigesprochen, vom Richter der ganzen Menschheit für nicht schuldig befunden, und zwar durch die Gnade Gottes, die die Zeugen Jehovas unverdiente Güte nennen. Wenn Gott sagt, dass du nicht tot bist, dann bist du auch nicht tot, selbst wenn du stirbst. Das ist nicht mein Gedanke, das kommt vom Herrn Jesus. Jesus erklärte ihr, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird zum Leben kommen, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird überhaupt nie sterben. Glaubst du das? Johannes 11, 25, 26. Lasst uns nun die falschen Lehren aus Absatz 16 extrahieren. Was ist mit denen, die vor ihrem Tod abscheuliche Dinge taten? Obwohl ihre Sünden mit dem Tod getilgt wurden, haben sie kein Zeugnis der Treue abgelegt. Absatz 16. Die Sünden der Gottlosen, die auferweckt werden, werden im Tod nicht ausgelöscht. Es gibt keine Schriftstelle, die das bestätigt. Aber es gibt eine Bibelstelle, die uns sagt, dass die Menschen für alle ihre Sünden gerade stehen müssen. Der gute Mensch holt Gutes aus seinem guten Schatz hervor. Doch der schlechte Mensch holt Schlechtes aus seinem schlechten Schatz hervor. Ich sage euch, am Gerichtstag werden sich die Menschen für jede nutzlose Äußerung verantworten müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du für gerecht erklärt und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt. Matthäus 12, 35 bis 37. Wie können sie am Tag des Gerichts Rechenschaft über ihre nutzlose Äußerung ablegen, wenn diese Äußerungen mit dem Tod ungültig wurden? Nur wenn diese Ungerechten ihren Lebenswandel ändern und sich Jehova hingeben, können ihre Namen ins Buch des Lebens aufgenommen werden. Absatz 16, Auszug. Wo steht in der Bibel etwas davon, sich Gott hinzugeben? Gott gehorchen, ja. Gott zu lieben, sicherlich. Aber die Sache mit der Hingabe, die für die Zeugen Jehovas durch die Taufe symbolisiert wird, ist eine weitere, erfundene Anforderung. Wenn du eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema lesen möchtest, klicke auf diesen Link. Erinnere dich daran, dass ich zu Beginn dieses Videos gesagt habe,
dass das Bild am Anfang des Wachturmartikels etwas trickreich ist. Jetzt kommen wir dazu, warum ich das gesagt habe. Selbst so treue Männer wie Noah, Samuel, David und Daniel müssen Jesus Christus kennenlernen und den Glauben an sein Opfer ausüben. Absatz 18, Auszug. Das ist also eine Erklärung der leitenden Körperschaft der Wachturmgesellschaft. Schauen wir uns nun an, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Aufgrund von Glauben bewies Noah Ehrfurcht vor Gott. Nachdem er eine göttliche Warnung vor etwas bekommen hatte, das noch nicht zu sehen war, baute er eine Arche, um seine Hausgemeinschaft zu retten. Durch seinen Glauben verurteilte er die Welt und er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Hebräer 11,7. Noah hat die Gerechtigkeit geerbt, die aus dem Glauben kommt. Was ist das für eine Rechtschaffenheit? Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht durch ein sündenfreies Leben verdient wird, sondern eine Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens gewährt, der die Sünde auslöscht. Aufgrund von Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn rief, und machte sich auf den Weg zu einem Ort, den er als Erbe erhalten sollte. Er zog los, ohne zu wissen, wohin, denn er wartete auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat, deren Planer und Erbauer Gott ist. Hebräer 11, 8 und 10. Die Stadt, auf die er wartete, stellte sich als das neue Jerusalem heraus, in dem die Kinder Gottes wohnen werden. Im Hebräerbrief wird der Glaube vieler Männer und Frauen in vorchristlicher Zeit beschrieben. Dann heißt es: Jetzt aber streben sie nach einem besseren Ort, einem, der zum Himmel gehört. Darum schämt sich Gott ihretwegen nicht, wenn er als ihr Gott angerufen wird, denn er hat eine Stadt für sie vorbereitet. Hebräer 11, 16. Sie strebten nicht nach einer irdischen Auferstehung, sondern nach einer, die zum Himmel gehört, nach dem neuen Jerusalem, dem Sitz der himmlischen Regierung, der Lohn für die Auferstehung der Gerechten ist. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich noch von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David oder von Samuel und den anderen Propheten erzählen würde. Aufgrund von Glauben besiegten sie Königreiche, das wäre unter anderem David, sorgten für Gerechtigkeit, das wäre Samuel, bekamen Versprechen, verstopften das Maul von Löwen, das wäre Daniel, widerstanden der Macht des Feuers und entkamen dem Schwert. Als sie schwach waren, bekamen sie Kraft. Im Krieg wurden sie stark. Sie schlugen einfallende Heere in die Flucht. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück. Dann gab es andere, die gefoltert wurden, weil sie keine Befreiung durch ein Lösegeld annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung bekommen könnten. Hebräer 11, 32-35. Da es nur zwei Auferstehungen gibt, eine zum Gericht auf der Erde und eine zum Leben im Reich Gottes, welche würdest du als die bessere Auferstehung ansehen? Wieder andere hatten Spott und Auspeitschungen auszuhalten. Ja, mehr noch, Fesseln und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, sie wurden auf die Probe gestellt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert abgeschlachtet, sie gingen Schaf- und Ziegenfällen umher. Dabei erlitten sie Not, Bedrückung und Misshandlung. Und die Welt hatte sie nicht verdient. Hebräer 11, 36-38a. Die Welt hatte sie nicht verdient. Doch diese Männer wollen nicht glauben machen, dass all diese treuen Männer und Frauen in der neuen Welt wieder ins Leben zurückkehren werden, noch im Zustand der Sünde, mit der Möglichkeit, dass ihr Name aus dem Leben des Buch des Lebens gestrichen wird, während die Mitglieder der leitenden Körperschaft ins ewige Leben im Himmel gehen werden. Ich schätze, wenn die Welt dieser treuen Männer und Frauen von einst nicht würdig war, dann ist sie es auch nicht für Männer wie Stephen Ladd, David Splane, Toni Morris und Garrett Lösch, von denen keiner jemals für die Wahrheit verfolgt wurde wie diese Altehrwürdigen. Aber das ist noch nicht alles. Obwohl sie wegen ihres Glaubens die Bestätigung für Gottes Anerkennung bekamen, erlebten sie alle nicht die Erfüllung des Versprechens. Gott hatte nämlich etwas Besseres für uns vorgesehen, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Hebräer 11, 39, 40. Jesus wurde durch das, was er erlitten hat, vollkommen gemacht. Hebräer 5, 8. Christen werden durch die Dinge, die wir erleiden, vollkommen gemacht. Und auch die vorchristlichen Diener wie Noah, Samuel, David und Daniel wurden vollkommen gemacht. So steht es hier in der Bibel. Beachte die Vergangenheitsform. Sie müssen nicht erst wieder auferstehen und weitere 1000 Jahre lang der Prüfung überstehen, um vollkommen zu werden.
In diesem Zusammenhang bedeutet vollkommen gemacht nicht nur sündlos, sondern vollkommen in dem Sinne, in dem Jesus vollkommen gemacht wurde. Vollkommen geeignet für die Aufgabe, mit Jesus zu herrschen und die Welt zu richten. Die leidende Körperschaft übersieht all diese Beweise, weil sie ihre falsche Lehre von einer irdischen Auferstehung der sogenannten großen Volksmenge anderer Schafe stützen muss. Dieser Artikel enthält so viele falsche Lehren, dass einem wirklich speiübel wird. Es ist ganz offen gesagt eine Abscheulichkeit. Aber mit diesem Artikel ist es noch nicht getan. Der letzte Absatz verspricht noch mehr Irrlehren von Menschen. Was für eine aufregende Zeit wird die tausendjährige Herrschaft sein? Sie wird das größte Bildungsprogramm beinhalten, das jemals auf der Erde durchgeführt wurde. Aber es wird auch eine Zeit sein, in der das Verhalten sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten bewertet werden wird. Wie wird dieses Erziehungsprogramm durchgeführt werden? Unser nächster Artikel wird uns helfen, dieses wunderbare Angebot zu verstehen und zu schätzen. Absatz 20. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nötigen Mut und das Durchhaltevermögen für einen weiteren Artikel wie diesen habe. Aber ich werde es versuchen und in der nächsten Woche veröffentlichen. Bis dahin danke ich euch für eure Unterstützung. Die eingesandten Spenden helfen uns allen bei Berean Pickets, weiterhin Artikel, Bücher und Videos zu produzieren.